Nach dem Release im März erwartet Persona 4 Arena Ultimax im Sommer eine verbesserte Online-Funktion. Atlus veröffentlichte kürzlich ein Video aus dem Wohnzimmer des Produzenten Wada-san. Hier erklärt er das neue Rollback-Netcode, das für SpielerInnen von Arena Ultimax im Sommer erscheinen soll. Der Rollback-Netcode ist eine neue Funktion, die Online-Matches so reibungslos wie möglich gestaltet, egal wie die Verbindung des Gegenübers aussieht. Wie gut das funktionieren wird, davon können wir uns erst im Sommer überzeugen. Leider wird diese Verbesserung für Switch-Spieler erstmal nicht zugänglich sein. Wie im letzten News-Video zu Persona 4 Arena Ultimax angekündigt, sind außerdem Vorbestellungen der Midnight Channel Collection auf Steam bereits möglich, die auch Persona 4 Golden beinhaltet. Mit der Ankündigung des Rollback Netcode wurde außerdem auch ein neuer Teaser mit zwei Kämpfern aus dem Spiel vorgestellt. Darin der Antagonist Cho Minazuki und Labrys, die auch als Unit 031 bekannt ist. Persona 4 Arena Ultimax erscheint am 17. März für Nintendo Switch, PlayStation 4 und Steam.